Hallo liebe Leute, ich bin Nicola Huppertz und möchte euch heute meinen Roman Schön wie die Acht vorstellen. Den gibt es noch gar nicht, der wird im Frühjahr 21 im Tulipan Verlag erscheinen und der ist auch noch gar nicht fertig, aber den Anfang kann ich euch immerhin vorstellen. Schön wie die Acht. Die Acht ist das Schönste, was ich kenne. Alle Zahlen sind schön, aber die Acht ist perfekt. Man kann sie an zwei Symmetrieachsen spiegeln, und sie hat nicht diese ganzen Schwänzchen und Häkchen wie die anderen Zahlen. Außer der Null natürlich, aber bei der Null muss man sich fragen, ob sie überhaupt eine Zahl ist, bei den ganzen Extras, die für sie gelten, dass sie nicht positiv und nicht negativ ist, beim Addieren nichts hinzufügt, beim Malnehmen jede andere Zahl zur Null macht und dass man nicht durch sie teilen kann. Was natürlich alles cool ist, aber mir ist die 8 lieber. Die 8 ist einfach nur eine 8. Mit ihren Links- und Rechtskurven und dem Richtungswechsel genau in der Mitte. Und wenn man sie auf die Seite legt, bedeutet sie Unendlichkeit. Keiner kann sagen, das wäre nicht schön. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich einverstanden bin. Mama nicht und Papa erst recht nicht. Dabei ist es seine Tochter und seine Angelegenheit. Und einfach was dagegen sagen, dass Josephine jetzt bei uns ist, geht ja auch nicht. Wegen ihrer Mutter. Wenn jemand Krebs hatte und operiert worden ist, darf man gegen nichts was sagen. Dann muss man froh und dankbar sein, dass alles gut gegangen ist, die jetzt krebsfreie Mutter einen Platz in der Reha hat und, wenn alles glatt geht, in ein paar Wochen gesund zurück nach Hause kommt. Verstehe ich ja. Auch, dass Papa sich so lange um Josephine kümmern und sie hier zur Schule gehen muss. In meine Schule, genauer gesagt, weil das angeblich am unkompliziertesten ist. Aber trotzdem mag ich nicht, wie sie an unserem Abendbrottisch sitzt und aussieht, als wollte sie alle umbringen. Und wie Papa sich diese Mörderblicke auch noch gefallen lässt. Wie er irgendwelche Sachen daherredet, die niemanden interessieren, von der Firma oder seinem letzten Tennistraining und versucht so zu tun, als wäre es total normal, dass wir neuerdings zu viert sind. Malte, reichst du deiner Schwester noch mal den Brotkorb, sagt er jetzt. Dabei war vom Brotkorb vorher noch gar nicht die Rede und sie ist auch nicht meine Schwester, sondern meine Halbschwester. Das ist ein Unterschied im Verwandtschaftsgrad von 100%. Mal davon abgesehen, dass ich sie erst zwei oder dreimal getroffen habe, zuletzt als ich 5 oder 6 war. Wieso nochmal, frage ich, weil von sowas kriege ich Kopfjucken. Wenn Erwachsene falsche Sachen sagen, obwohl sie es eigentlich besser wissen. Sie hat doch bis jetzt nur Tomaten gegessen und du weißt ja gar nicht, ob sie überhaupt Brot mag. Malte, Papas Stimme klingt plötzlich streng. Selbst Mama guckt mich ganz komisch an, fast als wollte sie vertuschen, dass wir Josephine eigentlich gar nicht kennen. Und das, obwohl sie sonst immer sagt, das Mädchen und seine Mutter, das war vor ihrer Zeit, damit hat sie nichts am Hut. Lass gut sein, Kleiner, sagt meine Halbschwester da und greift quer über den Tisch, aber nicht, um sich was aus dem Brotkorb zu angeln, sondern noch eine Tomate, die letzte. Beißt rein wie in einen Apfel, schlürft Saft und Glibber aus dem Innern und steht mit dem Rest in der Hand vom Tisch auf. Noch ein Mörderblick in die Runde, dann verschwindet sie einfach aus dem Esszimmer. Mama und Papa gucken sich an. Merkst du nicht, dass es eine schwierige Situation für Josephine ist, Malte? Fragt Mama. Doch, sage ich. Kau dabei mein Käsebrot. Weiß ich. Und ich hätte ihr den Brotkorb ja auch gegeben. Ich habe nur gesagt, wir haben gehört, was du gesagt hast, unterbricht Papa mich. Dann seufzt er. Und fragt er dann, was macht die Kunst? Jetzt greife ich tatsächlich nochmal zum Brotkorb. Das war der erste normale Satz bei diesem Abendessen. Montag geht die Vorbereitung für die Landesrunde los, antworte ich. Wie viele sind denn jetzt eigentlich noch im olympischen Boot? Papa schiebt mir die Butter rüber. Ich schabe welche ab, verschmiere sie auf der Brotscheibe, lege zwei Scheiben Gouda drauf. Von unserer Schule außer mir niemand mehr. Kolja ist knapp dran vorbeigerutscht. Aber es kommt noch eine von der IGS dazu, weil die da keinen eigenen Mathe-Club haben. Und die hat es ganz allein so weit geschafft, erkundigt sich Mama. Ich erschrecke. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und zugegeben, einen Moment lang stresst es mich. Aber dann fällt mir ein, dass ich mir das Allermeiste auch selbst beibringe und der Zerhusen mir nur hilft, wenn ich ihn darum bitte, weil das nämlich 1000-mal mehr bringt. Und das sage ich Mama und Papa auch. Wie auch immer,
erwidert Papa. Dann wird's ja jetzt spannend. Im selben Moment hämmert unter uns im Hobbykeller, wo Mama Josephine einquartiert hat, laute Musik los. Das war der Anfang aus Schön wie die Acht und damit aus dem Ganzen auch was wird, gehe ich jetzt zurück an den Schreibtisch. Tschüss!